Sie sind dunkle Typen mit meist schwarzen Haaren. Viele von ihnen lieben goldene Zähne, schwere Autos und bunte Kleider. Sie sind immer unterwegs und man weiß weder, wo sie herkommen, noch wo sie hinwollen. Hallo und herzlich willkommen zu Süddeutsche TV Spezial. Die Roma oder Zigeuner sind von allen Völkern Europas das vielleicht rätselhafteste. Sie haben nie einen Staat gegründet, nie einen Krieg geführt, sich nie einem System angepasst. Sie leben in fast allen Ländern am Rande der Gesellschaft, manche in erschreckender Armut. Seit 10 Jahren berichten wir immer wieder über Zigeuner im Osten Europas. Von Königen, Kesselflickern und Bärenmännern. Daraus entstand jetzt diese Chronik eines vergessenen Volkes. Ein sehr tiefer Blick in die Seele des Menschen. So nennen sie sich selbst. Rom. Das heißt Mensch. Unser Autor Christian Bock ist zwar auch ein Mensch, aber nur aus unserer Sicht. Die Zigeuner nennen ihn Gaggio, das heißt Fremder. Unsere Geschichte beginnt in Rumänien, morgens um 6 in einer Kirche. Rumänien, Kloster Bistrița. Der Stamm der Caldaraș gedenkt seiner Freilassung. Vor 150 Jahren waren alle rumänischen Zigeuner Sklaven. Am Tage des heiligen Gregor im September. Die Caldaraș treffen sich auf einer Wiese am Kloster Bistrița in den südlichen Karpaten. Sie feiern, besprechen Hochzeiten oder führen ein Zigeunergericht, einen Kries. Es ist der wichtigste Tag im Jahr. Über die Brücke schwankt ein Cadillac. Familie Chuaba und Sohn Florin, der neue König. Sein Vater war schon vor der Wende reich und krönte sich 1992 selbst. Ein Bulibascha ist so viel wie ein Anführer. Die Mächtigsten ernennen sich zu Königen und vererben diese Würde. König Florin wird sofort von der Lokalpresse interviewt. Sie werden von allen hier erwartet. Mit welchen Gedanken sind Sie hergekommen? Es heißt, Sie würden heute gekrönt werden, stimmt das? Nein, die Krönung war schon. Wann? Beim Begräbnis meines Vaters. Es wird keine Krönung geben. Was wird dann passieren? Gegen 3 werde ich zu allen sprechen, die mir zur Seite gestanden sind, als mein Vater starb. Ich werde alle dafür belohnen. Etwas abseits das Zelt des selbsternannten Zigeunerkaisers, Julian Radulescu. Er ist neidisch auf den Presserummel. Wer von euch ist der Reporter, fragt er. König Florin erklärt dem rumänischen Fernsehen, dass er ab jetzt das Sagen hat. Und nur er. Sehen Sie, der Kaiser ist das Oberhaupt einer Sippe. Und der König so etwas wie der Premierminister. Der König ist also dem Kaiser untertan. Wir hatten vor tausenden von Jahren schon Könige und Kaiser, aber in Rumänien ist das verloren gegangen. Also über so eine Behauptung kann ich doch nur lachen. Herr Julian weiß nicht, was er sagt. Die Roma haben seine Familie niemals anerkannt. Um ein Anführer, ein König zu sein, muss man aus einer königlichen Familie stammen. Herr Radulescu ist ein Geschöpf der Demokratie, wo sich jeder Minister, Kaiser oder Präsident nennen kann. Mein Vater wurde 1992 zum König gekrönt, durch den Willen des ganzen Volkes. Eines ihrer Sprichwörter sagt, wie Krebse in einem Eimer. Krabbelt einer über den Rand, ziehen ihn die anderen wieder herunter. Die berühmte Freiheit der Zigeuner ist nichts als Chaos.
Aber genauso ist das permanente Chaos in ihrem Leben nichts anderes als grenzenlose Freiheit. In allen Ländern des Balkans leben Zigeuner, Dutzende Stämme mit unterschiedlichen Dialekten und Berufen. Auch in Bulgarien hatten die Kommunisten versucht, die Roma in die Gesellschaft zu zwingen. Nach dem Ende der sozialistischen Herrschaft zeigte sich, die Zigeuner hatten sich nur versteckt. Unsere erste Begegnung mit den Bärenmännern war 1996 in Sofia. Seit 1000 Jahren ziehen die Kumpanias, kleine Gruppen, über das Land. Diese gehören zum Stamme der Ursali, Bärenführer. Ivan ist der Älteste. Angel ist Mitte 40. Beide haben Kinder, die im Ausland als Landarbeiter beschäftigt sind. Den ganzen Sommer über kampieren sie in einem Vorort. Mit ihnen 4 Braunbären. Ivans Bärin Mariana wurde als kleines Tier in den Bergen gefangen. Bären sind ein bisschen wie Hunde, sie spielen gern. Aber sie sind keine Rudeltiere und akzeptieren weder Hierarchien noch ein Herrchen. Ivan warnte uns, auf keinen Fall in die Reichweite ihrer Tatzen zu kommen. Als ich mal ein bisschen viel getrunken hatte, habe ich meinen Bären Gosho geärgert und er hat sich vor Wut seinen Nasenring herausgerissen. Er ist dann über mich hergefallen, aber er schubst immer nur und schlägt nicht richtig. Ivan war schon mal im Krankenhaus, weil sein Bär ihn fast zerquetscht hätte. Die Gadulka ist ein altes indisches Instrument. Ein Teil des Handwerks, wie auch der sichere Umgang mit den Bären. Gosho ist sehr kräftig und braucht eine Distanzstange. Ivan lernte die Gadulka von seinem Vater und der hatte es von seinem Vater. Zeit zu gehen. In den Sommermonaten sind sie jeden Tag unterwegs. Einige Sippen arbeiten nur an der Küste des Schwarzen Meeres. Ivan und Angel haben Sofia und die Städte im Landesinneren als Revier. Bärenführer gehen nur ungern allein. Man weiß nie, wem man begegnet, am Ende noch Skinheads. Außerdem beruhigt es Mariana, wenn Gosho dabei ist. Man sagt, er sei der größte Braunbär der Karpaten. Niemand ignoriert einen Bären, dieses Ungeheuer, das so widerstandslos hinter den kleinen Männern hertrottet, sich aufrichtet, am Boden rollt. An einem guten Tag mit vielen ausländischen Touristen verdienen die Bärenmänner umgerechnet 20 Euro, ein Vermögen für bulgarische Verhältnisse. Mittagspause im Park an der Straße zum Flughafen. Die Tiere sind das Kapital der Sippe. Bisher ist kein Bär krank geworden oder gar verhungert. Wenn man so lange mit den Tieren arbeitet, weiß man, wann eine Pause sein muss.
Das war der Beruf meines Vaters, meines Großvaters. Das ist so lange her. Ich selbst bin seit 30 Jahren ein Bärenmann. Ich bin neu. Ich war vorher Landarbeiter in einer Kooperative. 1990 hat man mich entlassen. Ich habe keine andere Arbeit gefunden. Bulgarien und Rumänien sind die letzten Länder Europas, in denen der Tanz des Gefangenenbären noch erlaubt ist. In den Jahren nach der Wende haben diese Länder dringendere Probleme als den Tierschutz. So riesig Goscho ist, so klein ist sein Herr, Angel. Ihm scheint es Spaß zu machen, seinen Bären zu quälen. Bei Ivan haben wir das nie gesehen. Manche finden uns normal, andere nicht. Es hängt davon ab, wie sie die Tiere sehen. Die Kinder sind immer ganz glücklich, wenn sie die Bären sehen. Sie lieben sie. Gibt es Menschen, die euch nichts geben möchten? Ihr habt es doch gesehen. Wirklich Probleme haben wir mit keinem. Am Nachmittag. Anton und sein Bär Bobby sind zurück. Ivan klaubt das Geld aus seiner Gadulka. Angel beobachtet ihn genau. Natürlich interessiert uns am meisten, wie man einem Bären das Tanzen beibringt. Wir haben gehört, ihr glaubt, dass wir sie als junge Tiere über glühenden Kohlen tanzen lassen. Aber das stimmt nicht. Wir machen ihnen den Nasenring, wenn sie ganz klein sind. Man zieht an der Kette und das ist es. Mit einer Kette in der Nase würde ich auch tanzen. Trotz des erbettelten Geldes ist die Armut der Bärenmänner groß. Die Tiere brauchen mehr Brot als alle anderen zusammen und teurer wird es sowieso fast täglich. Ivan schimpft auf die neuen Zeiten und die Demokratie. Viele Zigeuner wählen kommunistisch, aber nur, weil die damals Unterstützung zahlten. Rumänien ist das Land mit den meisten Zigeunern. Geschätzt 2 Millionen Roma, 10% der gesamten Bevölkerung. Kaldaraș, das heißt Altmetallhändler. Sie besorgen sich aus allen möglichen Quellen Metall und schmelzen es zu Barren. Dieses Dorf heißt Sintesti, nicht weit von Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Im Chaos der Zeit nach dem Diktator Ceausescu schienen sich die Kaldaraș wohlzufühlen. In Sintesti haben sich ausschließlich Roma niedergelassen. Ion Mihai ist Bulibașa, der Anführer des Dorfes. Sein Wort ist Gesetz, er verhandelt mit den Behörden in Bukarest, wenn es Ärger gibt. Er beruft die Zigeunerprozesse ein, die Kris. In diesem Dorf leben die Roma in einer Zigeunerwelt und sie sind stolz darauf. Hinter jedem Haus steht ein Zelt und in manchen lebten noch vor kurzem alte Menschen, die Häuser nicht ausstehen konnten. Sie bekamen keine Luft in den Mauern. Einige haben geträumt, dass diejenigen, die in Häusern sterben, im Jenseits auch in Häusern liegen, die mit Dreck und Pferdemist bedeckt sind. Unsere Leute, die im Zelt sterben, liegen aber auf einer Wiese im grünen Gras. Deshalb wollen alle von uns im Zelt sterben. Deshalb steht es da. Thank you.
Zigeuner leben in zwei Welten, der, die wir sehen, und in ihrer eigenen. Sie haben nie Grenzen gekannt, nie Kriege geführt. Sie können Moslems sein oder Christen. Sie können sesshaft sein oder reisen. Janina ist Jons Schwiegertochter. Traditionell lebende Zigeuner sind penibel sauber. Ein Wasserkübel ist für den Kopf, einer für den Körper, einer für Wäsche. Sie erzählen nicht gern von ihren Bräuchen. Manchen gilt es als Verrat, den Nicht-Zigeunern, den Gatsche, über ihr Leben zu berichten. Viele Zigeunermythen entstehen aus purem Spaß daran, mit den Gatsche Scherze zu treiben oder damit Geld zu verdienen. Das mit der Magie ist alles Unsinn. Das ist niemals passiert und wird niemals geschehen. Wir glauben an Gott. Wir schlagen auch das Kreuz. Wir Frauen gehen nicht so oft in die Kirche, nur wenn jemand stirbt, bei einer Hochzeit oder Ähnlichem. Dann gehen wir. Wir beobachten eine alte Frau auf der Straße. Sie wartet, bis Bulibascha Ion sie passiert hat, um erst hinter ihm die Straße zu überqueren. Keine Frau darf vor einem Mann entlang gehen. Sieht er sie an, muss sie stehen bleiben und den Blick senken. Am Rande des Dorfes bauen Ion und seine Nachbarn eine neue Stadt. Arbeitskräfte sind billig, das Material zum Teil auch. Über den Daumen gerechnet 70.000 Euro für so ein Haus. Ich könnte dir beweisen, dass wir schon immer reich waren. Ceausescu hatte uns den Besitz von Gold verboten, also haben wir alles versteckt. Nach der Revolution haben wir es dann zurückgeholt, uns zum Beispiel Autos gekauft. Jetzt bauen wir damit unsere Häuser. Damals mussten alle von uns ihr Gold verstecken. Das war ganz anders als heute. Damals und heute. Die letzten 10 Jahre waren vielleicht die wichtigsten überhaupt für Osteuropas Zigeuner. Die neuen Zeiten haben vielen geholfen, andere zerstört. Bulgarien, das Gebirge südlich der Donau, hat diesem Teil Europas seinen Namen gegeben, der Balkan. Jagoda liegt am Fuße dieser Berge. Die Bärenmänner haben uns eingeladen, der wichtigsten Arbeit des Jahres zuzusehen. Ivan begrüßt die Männer des Dorfes. Mariana scheint zu ahnen, was nun kommt. Ein Bär kann bis zu 1000 Kilo mit der Kraft seiner Arme bewegen. Auch wenn er nur leicht zuschlägt, können die Klauen tödliche Verletzungen verursachen. Deshalb müssen sie einmal im Jahr geschnitten werden. Die abgeschnittenen Klauen hebt seine Frau Tana auf, als Medizin. Die sind gegen den bösen Blick. Einmal im Jahr müssen wir das machen. Wir haben noch nie Fremde dabei zusehen lassen. Wir machen das zum ersten Mal für euch. Sie tut mir leid. Sie tut mir wirklich leid. Ihr habt mich vielleicht gehört. Ich habe immer wieder gerufen, seid vorsichtig, passt bitte auf. Wenn wir das Tier nicht haben, was sollen wir dann? Sie gibt uns unser Brot. Wir hätten nichts ohne sie. Angels Haus steht seit Jahren als Rohbau da. Seine Kinder sind als Erntehelfer in Griechenland unterwegs. Angel trinkt viel, mehr als die anderen. Es gab eine Zeit, in der er sich nicht als Zigeuner fühlte. Er war normaler Arbeiter einer landwirtschaftlichen Kooperative und niemand fragte ihn nach seiner Herkunft. Es ist nicht schön, unser Leben, musst du wissen. Wir sind doch Bettler. Bettler und im Showbusiness. Abends habe ich die meisten Probleme, weil ich nicht weiß, wer mich umbringen wird. Die Zigeuner machen mir Sorgen, verstehst du? Hier in Bulgarien gibt es viele Diebstähle. Nur wenige Monate später gab es die ersten Proteste. Tierschützer empörten sich über die Quälerei beim Klauenschneiden und setzten die Regierung Bulgariens unter Druck. Die Zigeuner verstanden die Welt nicht mehr. Hunderte von Jahren hatte niemand den Tanz der Bären kritisiert. Die Ursali sind ein uralter Stamm.
Vor etwa 1000 Jahren brachen die Vorfahren der Zigeuner aus Nordindien nach Persien auf. Im Jahre 1068 erwähnte sie ein Mönch im heutigen Istanbul. Danach breiteten sie sich über den Balkan und schließlich in ganz Europa aus. Im Jahr 1423 wurden sie in Heidelberg erstmals genannt. Man nannte sie Ägypter, Kopten oder Schwarze. Die Herkunft des Begriffs Zigeuner ist unklar. Sie selbst nennen sich Roma, die Deutschen unter ihnen heißen Sinti. Jahrhundertelang lebten sie vom Reisegewerbe, als Kesselflicker, Pferdehändler, Metallschmelzer, Musiker. Damals wollte kein Zigeuner den Beruf eines Weißen ergreifen. Ärzte, Apotheker, blutige Berufe wie Metzger galten als unrein. Tschechien bei Ostrau. Hier leben viele Roma in Siedlungen. Zigeuner haben meist keinen Sinn für Ordnung außerhalb ihrer Wohnung, ein Erbe der Vergangenheit. Sie besaßen nie Grund und Boden oder Gemeinden, um die man sich kümmern musste. Wenn wir in die Stadt gehen, dann halten sich eure Leute, also die Weißen, immer gleich die Tasche zu. Die sehen uns an, als wären wir Diebe oder Mörder. Ja, genau. Wenn wir Bus fahren und weiße Leute kommen, dann wischen die immer gleich die Sitze. Die halten uns wohl für dreckig. Nur wenige der Gatsche finden sich bereit, den Zigeunern zu helfen. Kumar Vishwanathan ist Englischlehrer aus Kerala in Südindien. Er lebt seit 2 Jahren in einer Nachbarstadt. Kumar und die Roma sprechen Tschechisch miteinander. Die Zigeuner sprechen untereinander Romanes. Es gibt Worte, die im Hindi und Romanes gleich sind. Zum Beispiel Pani, Wasser. Oder Cha, geh weg. A, komm her. Ka, essen. A, komm. Ka, eat. Yeah, things like this. Kumar ist hierher gezogen, verteilt die dürftigen Spenden und gibt Ratschläge für Behördengänge. Er fragte sich, warum keine Roma-Kinder in seinen Klassen seien und erfuhr, dass die Schulbehörden die dunkelhäutigen Kinder ohne weitere Prüfung in eine Sonderschule schicken.